Oh, eine neue Nachricht von Leila. Ich frage mich, was sie will. Hast du gewusst, dass Ameisen genauso stark sind wie Superman? Eine ganz normale Waldameise ist ca. 6 mm lang und kann fast 60 Milligramm tragen. Zuerst dachte ich, dass das wenig ist, aber dann habe ich gelesen, dass das 700% ihres eigenen Körpergewichts sind. Verrückt, oder? So stark wie Superman? Wie viel wiegt denn so eine kleine Ameise überhaupt? Oh, hallo, du bist schon da. Du siehst, worüber ich gerade nachdenke. Warte mal, ich überlege das jetzt fertig. Was schreibt sie mir da? 6 mm lang, 60 Milligramm kann sie tragen, das sind 700% vom Körpergewicht. Okay, alles klar, es geht also um Prozentrechnung. Am besten überlege ich mir nochmal die wichtigsten Dinge zur Prozentrechnung, bevor ich richtig mit dem Rechnen loslege. In der Prozentrechnung gibt es ja drei Begriffe, die besonders wichtig sind. Der Grundwert, der Prozentwert und der Prozentsatz. Weißt du noch, was diese Begriffe bedeuten? Drücke mal kurz auf Pause und ordne hier jedem Begriff die richtige Bedeutung zu. Das ist unsere Lösung. Der Grundwert entspricht dem Ganzen. Der Prozentsatz ist die Angabe zu den Prozenten. Man erkennt ihn am Prozentzeichen. Und der Prozentwert ist der Teil des Ganzen, der durch den Prozentsatz beschrieben wird. Der Prozentwert entspricht also P% vom Grundwert. Und wie war das nochmal mit diesen ganzen Formeln? Eigentlich muss ich mir ja nur eine einzige von den dreien merken. Die anderen beiden erhalte ich dann ganz schnell durch Umformen. Machen wir das am besten noch einmal gemeinsam. Ich habe mir die Formel für den Prozentwert gemerkt. Die lautet wie folgt. Prozentwert ist gleich Grundwert mal Prozentsatz durch 100. Hier wird also eine ganze Zahl mit einem Bruch multipliziert. Das heißt ja nichts anderes, als dass der Zähler des Bruches mit dieser ganzen Zahl multipliziert wird. Das heißt, du könntest die Formel für den Prozentwert auch so aufschreiben. Prozentwert ist gleich Grundwert mal Prozentsatz durch 100. Was mache ich aber, wenn ich die Formel für den Prozentsatz benötige? Ganz einfach. Ich multipliziere mit 100 und dividiere durch den Grundwert. Und schon habe ich die Formel für den Prozentsatz. Wenn der Grundwert gesucht ist, kann ich ebenfalls umformen. Ich muss nur mit 100 multiplizieren und durch den Prozentsatz dividieren. Du siehst also, wenn du dir eine Formel gut einprägst und diese umformen kannst, hast du auch ganz schnell die Formeln für die anderen beiden Werte parat. Und jetzt zurück zu den Ameisen. Also, zur Wiederholung. 60 Milligramm kann sie tragen, das muss dann der Prozentwert sein. 700%, klar, das ist der Prozentsatz. Also bleibt nur mehr G, der Grundwert. Das kann ja nur mehr der gesuchte Wert sein, weil die Ameise ja 700% von ihrem eigenen Körpergewicht tragen kann. Und diese 6 mm, was mache ich eigentlich mit denen? Nichts. Das ist zwar interessant, aber für meine Berechnungen hier brauche ich diese Information nicht. Jetzt nochmal zur Formel. Ich habe mir diese hier gemerkt. Prozentwert ist gleich Grundwert mal Prozentsatz durch 100. Jetzt suchen wir aber den Grundwert, also müssen wir hier nochmal umformen. Du hast dir sicher von vorhin gemerkt, wie man das macht. Zuerst multiplizieren wir mit 100, danach dividieren wir durch den Prozentsatz und schon sind wir fertig. Jetzt brauchen wir nur noch in diese Formel einzusetzen. Für den Prozentwert setzen wir 60 ein und für den Prozentsatz 700. Wenn wir das ausrechnen, erhalten wir als Ergebnis für den Grundwert 8,57. Wir wissen jetzt also, wie viel so eine kleine Ameise wiegt. Die Ameise selbst wiegt 8,57 Milligramm. Also das haben wir schon richtig gut gemacht. Im Basic-Video schauen wir uns noch eine weitere Aufgabe an. Ich freue mich, wenn du dabei bist.